Über dieses große Thema Glück wollen wir jetzt mit Sven Bartel sprechen. Life-Coach ist zu uns gekommen. Schönen guten Abend, Herr Bartel. Guten Abend. Wie sehr sind wir denn tatsächlich selbst für unser Glück verantwortlich? Ja, jeder ist seines Glückes Schmied und den Spruch darf man gerne wörtlich nehmen. Und wir können viel, viel für unser eigenes Glück beitragen, ja. Aber wie ist es jetzt gerade in der Jahreszeit? Es ist grau, es ist kalt draußen, die Menschen genau. sind ein bisschen frustriert. Wie sagen Sie denen, ja, ist gar nicht so schwer, glücklich zu sein? Ja, da überlegen wir vielleicht mal ganz kurz, wie entsteht denn Glück? Physiologisch ein schöner Cocktail aus Hormonen, die irgendwie so einen kleinen Schalter aufdrehen. Und der macht mit uns irgendetwas zwischen, ich lächle einfach mal und yeah! Also es ist alles tatsächlich möglich, da dazwischen befinde ich mich. So, und jetzt hat das Glück erstmal oder dieser Glücksmoment etwas mit mir gemacht und jetzt kann ich das Ganze auch einfach mal umdrehen, weil das funktioniert glücklicherweise in beide Richtungen. Das heißt, wenn ich morgens zum Beispiel aufstehe, dann mache ich mich einfach mal in eine glückliche Position. Und es kann sein, dass man sich vor seinen Spiegel stellt und 2 Minuten einfach mal lächelt. Einfach die Mundwinkel nach oben setzt, wenn mir gerade gar nicht danach ist, mache ich das. Und irgendwann beginnt der Körper nämlich automatisch damit, sich wieder glücklicher zu fühlen. Also sagen Sie, dass Glück tatsächlich erlernbar ist, dass ich Glück lernen kann? Ich kann Glück lernen. Ich kann Glück lernen zu entdecken. Das wäre für mich das allererste. Kleines Glückstagebuch führen und abends aufschreiben, was war ein glücklicher Moment? Oder was waren 2 glückliche Momente, die ich heute erlebt habe? Und da entdeckt man wirklich schöne Kleinigkeiten. Und wenn man die dann mal herausgefunden hat und dann überlegt man sich, ja, wo spüre ich die eigentlich bei mir? Ne? Dem einen wird es warm im Bauch, der andere, dann wird es leicht um die Schultern. Und das schreibt man sich da auch noch mit dazu. Und so entwickelt man ein ganz tolles Gespür, Stück für Stück sein Glück wieder zu entdecken. Wie kann ich das Glück teilen? Wie kann ich vielleicht auch meinen miesepetrigen Mann oder Frau so ein bisschen anstecken? Ja, das ist ganz wichtig, dass man da drauf achtet, wie der andere auch mit reagiert. Der hat vielleicht ein Bedürfnis, das er damit auch ausdrückt. Und da den Schalter von negativer Sichtweise mal so ganz langsam Richtung positiver Sichtweise zu geben. Und ich habe einmal einen Freund gefragt, dem es ganz schlecht ging, was war denn heute gut? Einfach nur, was war heute gut? Und es hat, glaube ich, eine halbe Stunde gedauert. Und da meinte er, es muss doch irgendwas gut gewesen sein, weil der jammerte die ganze Zeit weiter. Und dann kam so allmählich, Mensch, das war noch gut und das war noch gut. Wir nehmen auf jeden Fall ein bisschen was mit für das Glücklichsein. Herr Bartel, ja. Vielen Dank.